Die Gamescom 2010, wie geil ist das denn? Ja, super geil, hallo. Hallo. Hallo, keine Interviews. Aus welchem Spiel bist du entflohen? Final Fantasy 13. Hä? Ach so. Wir sind hip. Und darauf hab ich Bock. Wir sind hip. Und darauf hab ich Bock. Freunde, sehr gefährlich, hier für euch auf der Gamescom 2010 in Köln. Wir testen für euch die neuesten Spiele-Highlights, Kinect und alles weitere jetzt von der Gamescom. Viel Spaß! Hallo. 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 Keine Interviews. Warum denn nicht? Nee, zu früh am Morgen? Da geht's. So, das ist ja jetzt das Highlight quasi hier. Sich bewegen ohne Controller, oder? Das ist Dance Central von MTV und man steuert quasi das Spiel allein mit den Händen und mit dem ganzen Körper. Ach, tanzen muss ich jetzt? Bei Dance Central geht es darum, halt nachzutanzen, was die Tänzerin im Videospiel vorgibt. Das ist was für mich. I'm gonna be your number one. Chorus? Na. Wen stellt ihr da? Wir sind von Toho. Das ist ein japanisches Spiel. Und ich stelle eine Eisfee da, die heißt Chono. Und ich bin ein Katzenmädchen, die heißt Chen. Ein Katzenmädchen? Ja. Aber da ist jetzt so gar nicht. Och, guck mal, mit zwei? Ja, sie hat zwei Schwänze. Das ist eine spezielle Rasse von Katzen. Umso älter die werden, umso öfters teilen sich die Schwänze. Wünscht sich mancher Mann auch. Achtung! Du bist auch so mehr der Ballermann-Spieler dann. Ja, stimmt schon, ja. Also auf der Insel immer ein paar Leute abknallen dann. Ja, richtig. Muss der Kollege her halt. Nee, dürfen wir nicht. Dürfen sie nicht? Warum? Das ist so zu unserem PR als Business Center. So, aber jetzt sind sie schon voll dabei. Also ruhig. Wie viele Stunden in der Woche zockst du so? Ah, es geht eigentlich so 5, 6, na mehr. Das ist okay. So. 2 Stunden am Tag ungefähr, da komme ich auf 14. 2, 5, ja. Also 24/7 kann man sagen. So ungefähr, ja. Ich bin Hardcore-Gamer, ich sitze ständig vor meinem PC oder meiner Xbox. 24/8, voll immer dabei. Immer dabei. Also ich zocke sehr viel. Sehr viel. Ja. Aber bist du auch noch schulmäßig unterwegs als Schüler? Ich bin noch Schüler, ja. Und dann kann man da trotzdem so viel zocken, also du kommst aus der Schule und direkt... Wie? Ja. Hausaufgaben? Mach ich eher selten. Bist du auch eher so der Shooter, was Konsolenspiele angeht? Oder spielst du gar nicht selbst? Jetzt kommt's raus. Ja, also ab und zu spiele ich schon. Ja, dann bin ich vielleicht auch eher so der Shooter, ja. Tatsächlich? Ja. Das ist ja doch dann eher so die Ausnahme, oder? Bei Frauen gibt's das ja nicht so oft. Oh, nö, würde ich nicht sagen. Frauen, also ich glaube schon, dass Frauen auch gerne mal solche Spiele spielen. Machst du das dann auch so LAN-mäßig, dass ihr euch so als Frauenklüppchen statt stricken? Das ist wirklich eher selten. I'm not the kind of girl who gives up just like that. Das liegt neben mir. Oh, no. Wer hat sich diesen Song ausgesucht? Das habe ich mir gedacht. Die würde ich gerne mitnehmen, ja. Aber die hängen ja fest, aber der ist ja gar nicht gesichert. Sie hat eine Schere da. So. Ach du Heilige, den kann man ja wegnehmen. So, da ist er auch schon weg. Falls einer von der Messe hinterher einen Kopfhörer sucht, wir wissen rein zufällig, wer es war. Dazu, ne? Plus Dance, ne? Aber müssen die Jungs dann nicht auch noch ein Mikro in die Hand? Nein, das muss man nicht. Also man entweder kann, oder. Man kann beides, man kann das drei singen und einer tanzt, das drei tanzen, einer singt. Also da ist man schon sehr, sehr, sehr flexibel. Was machen Sie da lieber? Tanzen oder so? Beides. Ja? Ja. Mit 2 Knüppeln in der Hand? Ja, fast. Ja, das ist ja meins. Yeah. Ach, das bin ich hier.
Was sagt die Trainerin? Ja, die Ansätze waren schon da. Das Problem ist, wenn man weder Hüfte noch Beine noch Arme hat, kann man auch nichts machen. 146.000. Ist nicht schlecht. Wie viele gibt's? 900.000. Ja. Das war sehr gefährlich hier für euch auf der Gamescom 2010. Bis nächstes Jahr. Ciao. Wir sind hip. Und darauf hab ich Bock. Wir sind hip. Und darauf hab ich Bock. Was spielt der Freund so? Ein Freund. Bitte? Ein Freund. Halbfreund? Ein Freund, nicht wahr? Ein Freund.